back from the dead. Freitag, der 19. April 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Am Anfang ist erstmal Leon gegrüßt, Philipp, Henki, der Tim, Borki, Haste, Lauchi, der Skyl, Unlegit und Rakub und natürlich der Killer. Und ich würde sagen, wir starten mal rein in den Shop, denn wir haben heute was Verrücktes drin. Also, wir fangen auch direkt mal bei dem an. Und zwar, wir haben den Hopper im Shop mit seinem Bunnyback. Ja, also sieht verdächtig nach Wildcard aus, muss ich sagen. Es ist Wildcard im Grunde genommen. Aber ein bisschen anders in Ostermanier aufgebaut. 1200 V-Bucks und kommt mit was ganz Lustigem. Und zwar mit einem zweiten Style. Einmal den hier. Der nennt sich Mask einfach. Das ist ganz normale Maske hier, wie ein Osterei, seht ihr schon. Sieht ganz lustig aus. Aber jetzt kommt das Geile. Und zwar das hier. Egghead. Ja, also, was soll ich euch sagen? Er hat sogar so, ach Gott, nee, ein Zylinder hat er auch auf. Monokel auch. Also, was soll ich euch sagen? Also, ich finde ihn hässlich. Das kann ich sagen. Hässlich schön. So ist vielleicht das Richtige. Hässlich schön ist er. Ist überhaupt nichts für mich. 1200 V-Bucks auf jeden Fall. Interessante Sache. Ist absolut eklig irgendwie, muss ich sagen. Naja, das nächste ist die Bolt Bar sozusagen als Harvesting Tool. Sieht natürlich auch genauso aus wie von Wildcard. Nur natürlich in Ostermanier aufgebaut hier. Ja, und natürlich auch genau mit dem gleichen Sound. Ja, ist alles so auf Ostern gemacht, aber eigentlich nur ein Reskin sozusagen von dem, was wir eigentlich schon hatten. Interessant ist, dass wir Scully wieder drin haben, denn Scully ist richtig geil. Einmal hier diese Version, die andere Version kann man, glaube ich, jetzt nicht hier sehen. Das finde ich ein bisschen schade, Epic. Das solltet ihr irgendwann mal einbauen, dass Leute das auch sehen können, auch wenn die schon den Skin haben oder auch nicht. Auf jeden Fall seht ihr hier den zweiten Style hier in der Vorschau. Zwei verschiedene Styles auf jeden Fall für Scully. Mit Challenges kommt das daher. Und passend dazu gibt es noch den Scully Splitter. Den habe ich nämlich nicht. Den können wir in zwei verschiedene Varianten uns mal angucken. Einmal in Pink und einmal in Default. Vom Sound her eigentlich ganz nice, muss ich sagen. War zuletzt vor 28 Tagen im Shop, genauso wie Scully. Ja, dann kommen wir zu den Dailies. Da haben wir Maki Master. Einer meiner absoluten Favorites, muss ich sagen. Finde ich richtig nice. Vor 19 Tagen erst im Shop gewesen. Natürlich hier mit dem Sushi-Backpack auf dem Rücken, was auch ziemlich cool aussieht, muss ich sagen. Passt allerdings nicht irgendwie zu vielen Skins. Das muss man echt überlegen, ob man den hier irgendwie drauf macht. Interessanter Skin auf jeden Fall, feiere ich. Googly ist drin. Der lustige Gleiter hier, den gab es ja auch schon mal in mehreren Varianten, auch als PlayStation-Version, glaube ich, für PlayStation Plus-Inhaber. Vor 45 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. 800 V-Bucks. Dann haben wir Mayhem drin. Wie gesagt, diese Skins hier von dem Wasteland Warriors Set, die erinnern mich übelst an Borderlands. Und dieses Jahr bekommen wir ja ein Borderlands 3, freue ich mich drauf. 1200 V-Bucks für die gute Dame hier vor 24 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Ja, dann haben wir Pestle Print. Und das habe ich heute in meinem Newsvideo schon erwähnt, das ist jetzt drin. 300 V-Bucks, wir cyclen mal durch. Ein neuer Osterwrap sozusagen. Wir hatten ja gestern so einen sehr bunten. Der hier ist so mehr rosa, muss ich sagen. Mit gelben Akzenten, ein bisschen hellblauen Akzenten drin. Sieht ein bisschen dezenter aus, aber natürlich trotzdem extrem nach Ostereier. Also wer seine Waffen wie ein Osterei färben möchte, hier ist er genau richtig. 300 V-Bucks für Pastel Print. Und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Showstopper, 500 V-Bucks. Der Sound ist schon geil. Vor 13 Tagen das letzte Mal drin. Und Dance Therapy haben wir drin für 800 V-Bucks. Auch einer meiner Favorite-Tänzer auf jeden Fall im Spiel drin. Richtig theatralisch und geil gemacht hier. Der Song erinnert mich an irgendwas. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr irgendwie wisst, woher der Song ist. Falls der von irgendwas ist. Ich habe das schon mal in meinem Stream gefragt. Einige haben gesagt, Conan, der Detektiv. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vor 60 Tagen ist er jetzt mal im Shop gewesen. Seltenstes Item heute. Ja, mein Highlight heute, der hässlich hübsche Hopper. Ihr könnt ja mal reinschauen, was euer Highlight ist. Und dem ganzen Shop gebe ich heute eine 6 von 10. Denn Hopper ist extreme Geschmackssache. Scully feiere ich aber, Maki Master feiere ich auch. Deswegen rettet das Ganze so ein bisschen. Könnt ihr mal reinschauen, was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich auch gerne mit dem Creator-Code VenSnipes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.